Und willkommen auf Tropico, einer Insel im Karibischen Meer. Ja, damit auch willkommen zu meinem neuen Let's Play. Einfach mal so zwischendurch. Ich muss ja zugeben, ich habe mein ganzes Leben lang noch keine Aufbausimulation gespielt. Und weil ich sie immer doch irgendwie für strunzlangweilig gehalten habe oder... Was gab's denn da? Was ich, die Sims, war das wirklich eine Sims und Railmaster Tycoon und Jahrmarkt Tycoon und ach, was weiß ich alles, ja. Also Städte aufbauen, das war nie wirklich so ganz mein Ding. Ja, und dann habe ich jetzt durch Zufall eben bei Gronkh mal reingeschaut und habe gesehen, also er spielt Tropico 5 und ich habe mir so die ersten drei Folgen angesehen und fand die eigentlich durchaus mal ganz lustig. Das Spiel bringt ja auch einen gewissen Zynismus und Satire, Unterhaltung wohl mit, also nicht so trockene Aufbausache. Dann habe ich mir gedacht, naja, okay, dann einfach mal probieren. Irgendwie hatte auch Steam gerade hier so ein Rundum-Paket für 10 Euro drin, mit allen möglichen DLCs, die es dazu wohl noch gibt. Und naja, reinschauen, mal probieren. Wenn wir schwer rumfehlen, dann... Entschuldigung, dann haben wir es halt eben so. Aber ich denke, zum Antesten und einfach mal zum Reinkommen, für mich auch überhaupt in das Genre Aufbausimulation, ist es an sich nicht schlecht. Ja, Erklärung zum Spielen, spielt wohl irgendwie nach dem Krieg im Kalten Krieg und wir sind, weiß ich gar nicht, sind wir noch Gouverneur oder sind wir... schon El Presidente einer kleinen karibischen Insel und Diktator spielen, das war schon immer mal ein Traum von mir. Ja, und wir müssen eben diese Insel dann aufbauen, natürlich Geld verdienen, natürlich auch in die eigenen Taschen Geld verdienen und dabei aber sehen, dass wir natürlich den großen Blöcken nicht irgendwie auf die Füße treten, dass uns unsere schöne Insel noch besetzt wird. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal in das Spiel rein. Okay, und da ich absolut null Plan von derlei Art Spielen habe, werde ich natürlich mit dem Tutorial beginnen. Ich werde in die Politik gehen und schon bald werde ich über Tropico herrschen. Für Historiker kommender Generationen habe ich ein Journal angelegt, um meinen Aufstieg an die Macht und den Kampf um Tropico zu dokumentieren. Gut, gut. Doch zunächst muss ich lernen, wie man einen Inselstaat regiert. Der berühmte General Santana wird mein Mentor sein und mir die Grundlagen erläutern. Ich werde die Insel besichtigen, die Bürger begrüßen, Gebäude überprüfen und lernen, wie man neue Bauten in Auftrag gibt. Ja, dann wollen wir mal sehen. Missionspunkte, da ist natürlich alles noch auf Null. Leider auch unser Schweizer Bankkonto. Und was sagt die Presse? Tropico hat einen streng geheimen Spionagesatelliten, das Tagesgerücht. Und der böse Diktator Santana hat einen neuen Schützling. Santana, Santana erinnert mich irgendwie dann immer an lateinamerikanische Gitarrenmusik. Ja, dann auf geht's. Hola, Presidente. Hola, Generalissimo General. Santana.
Ihrem Mentor und Vorbild. Ich zeige Ihnen, wie man regiert. Gut, gut. Ja, zunächst die Grundlagen. Zum Schließen der Nachricht klicken Sie okay an. Okay. Sie sind zwar Präsidente, aber selbst die tragen Verantwortung. Ja. Es gibt Aufträge mit Zielen, die Ihnen verschiedene Fraktionen, Auslandsmächte oder wichtige Leute erteilen. Für manche abgeschlossenen Aufträge gibt es eine Belohnung. Ja, Belohnung hört sich schon mal gut an. Nachricht schließen, um fortzufahren. Okay. Amigo, zum Glück haben Leute wie wir Lakaien, die uns über alles Wichtige informieren. Eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Aufträge finden Sie am rechten Bildschirmrand. Klicken Sie hier auf ein Ziel, um alle Aufgabeninformationen zu sehen. Schließen Sie diese Nachricht, klicken Sie dann auf das Ziel, um das Aufgabenfenster aufzurufen. Okay, diese Aufgabe anklicken. Gut gemacht, Amigo. Die Aufgabenübersicht informiert Sie laufend über Ihr Ziel und andere wichtige Ereignisse wie Wahlen und Rebellenangriffe. Wie Wahlen? Wahlen? Als Diktator? Naja, okay, wenn wir nur alleine auf dem Wahlzettel stehen. Alles klar. Okay. Dank unseres streng geheimen diktatorischen Spionagesatelliten können Sie Ihre schöne Insel in HD und in Farbe sehen. Verblüffend, oder? Ja. Ich zeige Ihnen die Steuerung. Bewegen Sie den Cursor zum Bildschirmrand, um die Ansicht in diese Richtung zu schwenken. Also los. Okay. Vielleicht wollen Sie ja mal Ihr Herrschaftsgebiet von nahem betrachten. Deshalb ist unser Spionagesatellit mit einem Raumteleskop ausgestattet. Verwenden Sie das Mausrad, um in Richtung des Cursor-Pfeils zu zoomen. Alternativ dazu kann man die Bild-Runter-Taste benutzen. Okay, dann nehmen wir mal das Mausrad. Ah, okay. Gut, Amigo, zoomen Sie etwas heraus. Verwenden Sie dazu das Mausrad oder die Bild-Hoch-Taste. Okay, dann zoomen wir mal wieder raus. Das Umdrehen. Halten Sie die mittlere Maustaste oder die Alt-Taste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links und rechts, um die Kamera zu drehen. Na, das werden wir noch mal hinkriegen. Okay. Die Alt-Taste gedrückt halten. Ah. Gut. Sie können den Winkel, in dem Sie Ihre Insel betrachten, verändern. Um die Kamera zu kippen, halten Sie die mittlere Maustaste oder Alt gedrückt und bewegen die Maus vor oder zurück. Okay, mittlere Maustaste gedrückt. Ah ja. Hervorragend. Jetzt, wo Sie die Kamera bedienen können, zeige ich Ihnen, wie man die Zeit kontrolliert. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die Schaltflächen unter der Minikarte kontrollieren den Zeitfluss. Das müsste ich auch mal in Reell können. Klicken Sie auf die markierte Schaltfläche, um die Zeit zu beschleunigen. Okay. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Aber das wohl ist wahr, nicht wohl alles, wahr. Amigo. Sie sind so mächtig, Sie können sogar die Zeit anhalten. Oh. Spiel pausieren durch Klick auf die markierte Schaltfläche oder mit Hilfe der Pausentaste. Okay. Pause. Gut gemacht, Amigo. Jetzt können wir in Ruhe die Gebäude Ihrer Insel inspizieren. Klicken Sie auf ein Gebäude, um es auszuwählen. Okay. Ja, das muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Steuerung. Da. Unser Palast. Das ist das Infofenster.
Es zeigt alle wichtigen Informationen des Gebäudes. Hier können Sie Löhne und Gebühren festlegen, den Arbeitsmodus ändern, Arbeiter feuern, ausländische Spezialisten anheuern und so weiter. Diese Aktionen erkläre ich später. Um eine detaillierte Beschreibung des ausgewählten Gebäudes zu sehen, klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol. Okay. Oh. Die tropikanische Geheimpolizei versorgt Sie mit Detailinformationen über jeden Bürger der Insel. Sogar die Gedanken werden aufgenommen und angezeigt. Wählen Sie einen Bürger mit der linken Maustaste aus. Die Auswahl eines Bürgers ist einfacher, wenn Sie das Bild heranzoomen. Okay. Wen haben wir denn da? Sie? Dies ist das Bürgerinfo-Fenster. Hier werden detaillierte Informationen über Bedürfnisse, Zufriedenheit, Beschäftigung, Familie und politische Ansichten angezeigt. Zum Ändern der Infofenster klicken Sie auf die obersten vier Symbole. Mit den 5 Aktionssymbolen können Sie spezielle Befehle allein für den ausgewählten Bürger geben. Zum Beispiel für Verhaftung oder Bestechung. Okay. Die was? 5 Aktionssymbolen? Übrigens geht es hier unten gar nicht weiter. Gell? Normal, der muss ja irgendwie laufen. Was haben wir hier? Also. Es ist sehr wichtig, neue Gebäude zu bauen, Amigo. Mit Ihrer Hilfe kann man die Ziele erreichen und Aufträge erfüllen. Bauen wir ein Holzfällerlager auf der Insel. Mit Rechtsklick auf eine beliebige Stelle öffnen Sie das Baumenü. Wählen Sie die Kategorie Nahrung und Rohstoffe aus und dann das Holzfällerlager. Platzieren Sie das Holzfällerlager nahe eines Waldes und Ihrer Stadt. Okay. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier. Nahrung und Rohstoffe. Holzfällerlager. Rechtsklick um abzubrechen. Benutzen Sie das Mausrad oder die Tasten und, um das Gebäude zu drehen. Mit Alt können Sie die Kamera mit dem Mausrad zoomen. Markierte Objekte blockieren das Bauen. Kahlschlag, selektives Fällen. Aha. Hier. Gut gemacht, Präsidente. Die Bauarbeiter sind unterwegs zur Baustelle. Sie werden allmählich das Holzfällerlager bauen. Das Spiel sollte nicht auf Pause geschaltet sein. Ja, macht Sinn. Auf Tropico braucht alles seine Zeit. Sie können die Spielgeschwindigkeit und damit die Zeit beschleunigen. Okay. Wo sehe ich jetzt die Arbeiter? Der da? Ja, der sieht aus, aber irgendwie sind das noch wirklich nicht viele. Das sollten wir das doch mal schnell. Ja, okay, er bewegt sich zum Lager. Oh, die Grafik ist doch ganz okay. Ich glaube, das Spiel kam 2011 raus. Und dafür sieht es doch eigentlich, ja, das mit Alt. Okay, da ist definitiv unser Arbeiter, der sich hier da anmacht. Was gibt denn die Insel sonst noch her? Was haben wir denn hier am Strand? Aha, Hafen. Kann ich noch weiter raus? Ja, kann ich auch noch. Hafengebäude. Okay. Ja,
die Steuerung ist noch ein bisschen hakelig, da werde ich mich wohl noch dran gewöhnen müssen, auch noch ein bisschen schnell. Vielleicht werde ich sie nachher nochmal runter. Nochmal runterstellen. Ja, kommt Jungs, jetzt mal hier, kommt mal in die Buschen. Und dann machen wir doch mal das Holzfällerlager. Hier beikriegen. Okay, September 1950. 5 Jahre nach dem Krieg. Zur Zeit, besten Zeit des Kalten Krieges. Muss ich jetzt hier draufkriegen? Ne, das geht von alleine, oder? Aufgabe. Okay. Na gut. General Santana war beeindruckt von meinen Fähigkeiten. Ich könnte die Insel bereits nach wenigen Jahren regieren. Der Einfluss eines Diktators ist überwältigend. Doch die Fähigkeit der Zeitkontrolle wird am nützlichsten sein. Und ich habe erfahren, wie man die Insel erkundet und nähere Informationen zu Gebäuden und Bürgern einsehen kann. Ja, unser Stadtbudget hat sich auf 180, ich nehme mal einen Dollar, erhöht. 30 Bürger haben wir die Insel. Die Schwierigkeit ist immer noch 70%. Der Punktestand, das sind Punkte. Ah, Missionspunkte, ich denke, kein Dollar. So, nur bei uns sieht es immer noch auf unserem Schweizer Bankkonto eher irgendwie schlecht aus. Boom, haben wir auch noch nicht wirklich geerntet. Und in der Kampagne sind wir natürlich auch noch nicht weitergekommen. Okay, und jetzt? Ohne Geld läuft gar nichts. Oh ja, ja, General Santana sagt, ich muss lernen, mit der Insel Geld zu verdienen. Er will mir beibringen, wie ich optionale Aufträge annehmen, zu Beginn meiner Herrschaft Geld verdienen und im Laufe der Zeit die industrielle Produktion vorantreiben kann. Die Produktion und das Transportgeschäft sind die Wirtschaftsgrundlagen der Insel. Ich muss mich mit Produktionsabläufen, Arbeitern, Löhnen und Arbeitsplätzen auskennen, wenn ich nicht als Versager enden will. Schließlich muss ich mich mit dem internationalen Handel und dem Importwesen vertraut machen. Ja, das ist natürlich klar. Irgendwie muss die Kohle reinkommen. Vor allen Dingen eben auch auf unser Konto. Was sagt die Presse? Tabak, Kaffee und Zucker sind die ultimativen Ertragspflanzen. Naja, zumindest seit 1950. Bildungsstandards für Fabrikarbeiter. Man braucht ein Hochschuldiplom zum Bedienen von Maschinen. Tropische Zeit. Ah, okay. Willkommen zurück, mein Freund. Ola. Sie wissen ja, dass nur eine Sache die Welt regiert. Geld. Und noch mehr Geld. Ja, so ist es. Wollen Sie wissen, wie man mehr Geld... Ja, macht? Ja, Sisi, das wollen wir. Schauen wir uns die Insel schnell an, um zu sehen, welche aufregenden Perspektiven sie bietet. Okay. Gelegentlich gibt es neue optionale Aufgaben auf der Insel. Diese werden mit einem großen Ausrufezeichen markiert. Klicken Sie einfach auf das Ausrufezeichen, um die Aufgabendetails zu sehen. Nehmen Sie eine optionale Aufgabe an. Annehmen? Okay. Ist das jetzt bei uns? Gut gemacht, Präsidente. Durch optionale Aufträge können Sie sich eine Belohnung verdienen. Ja, wenn Sie einen annehmen, wird er den Missionszielen hinzugefügt. Auf der Insel lassen sich weitere Gelegenheiten entdecken. Nutzen Sie alle, um dieses Szenario zu gewinnen. Nehmen Sie die Aufgabe an, indem Sie auf die Schaltfläche Annehmen klicken. Annehmen. Okay. Die Farm. Die Grundlagen. Landwirtschaft bringt zu Beginn der Herrschaft am einfachsten Geld ein.
Bauern können viele Pflanzen anbauen. Tabak, Zucker und Kaffee sind die Geldbringer mit dem größten Profit. Mais, Bananen, Ananas und Papaya bringen weniger Gewinn, dienen aber als Nahrung für ihre Bürger. Errichten Sie eine Farm. Versuchen Sie als Standort für ein fruchtbares Stück Land, versuchen Sie als Standort für ein fruchtbares Stück Land auszuwählen. Komischer Satz. Während der Platzierung grün markiert. So, errichten Sie eine Farm. Errichten Sie eine Farm. Jetzt müssen wir erstmal in das Baum. War das jetzt hier unten das Menü? Nee. Oh Gott, wie komme ich jetzt hier in das Baum? Aber da, lasse, bla. Wie komme ich denn jetzt in das Baummenü rein? Ach, mit Rechtsklick. Ah, ja, ja, stimmt. Nahrung und Rohstoffe. Eine Farm. Sieht ja alles irgendwie rot, 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 rot. Ah, hier hinten wird's grün. Was ist das so weit weg hier von der Stadt? Neben das Terrain. Hier ist doch schon eine. Ja, aber egal. Wir machen die jetzt hier irgendwie erstmal daneben. Weil wenn ich das gleich so weit weg mache. Ja, die Steuerung ist noch ein gar wenig. Ein gar wenig. Gewöhnungsbedürftig. Ich sehe auch noch keine Arbeiter, die dahin eiern. Okay. Kann ich die anderen jetzt trotzdem schon annehmen? Bauarbeiter. Ah ja, die ersten Bauarbeiter gehen. Vielleicht sollten wir einfach mal auf schneller gehen. Ah, der hat mitgebaut. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir denn da? Haben wir noch so eine kleine vorgelagerte Insel? Ah, okay. Tourismus vielleicht irgendwie. Wieso komme ich hier momentan nicht weiter raus? Gute Arbeit. Schauen wir mal genau, wie eine Farm arbeitet. Ihre Bauern werden zur Arbeit kommen, die Pflanzen anbauen. Dann müssen die Pflanzen wachsen und schließlich müssen die Bauern die Ernte einholen und die Produktion zur Farm bringen. Von dort transportieren ihre LKW-Fahrer die Produktion zu den Häfen, wo sie verkauft wird, sobald ein Schiff ankommt. Okay. Die Agrarprodukte einer Farm lassen sich jederzeit ändern. Zu Beginn verfügt die Insel normalerweise schon über ein paar Farmen. Warum lassen Sie nicht eine davon Zucker produzieren? Stellen Sie den Farm-Modus von Bananen auf Zucker um. Was ist jetzt bei Ansehen? Ah, hier, okay. Da, Bananen. Ah ja, Zucker. Gut, mein Freund. Jetzt bauen Ihre Bauern Zucker an und produzieren ihn. Wie Sie sehen, braucht die Pflanzenzucht Zeit. Die Produktion der ersten Pflanzen kann mehrere Jahre dauern. In der Zwischenzeit können Sie sich auf andere Aufgaben konzentrieren. Sie können die Zeit jederzeit beschleunigen, indem Sie auf die Geschwindigkeitskontrolle unterhalb der Minikarte blicken. Okay. So, hier auch auf Zucker, Bananen, 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 Zucker. Okay, alle Aufgaben erledigt. Ach ja, so, hier sind die nächsten Aufgaben. Was ist das jetzt hier oben für ein Fensterchen? Gut, da gehen irgendwelche Leute, LKW-Fahrer, Bauarbeiter. Also, machen wir LKW. Erzeugnisse werden nicht automatisch zu Geld, Amigo. LKW-Fahrer transportieren die Rohstoffe von einem Gebäude zum anderen. Die LKW-Fahrer fahren Gebäude an, in denen Rohstoffe produziert werden.
Sie liefern die Ware zum Verkauf in den Hafen und oder dorthin, wo sie gebraucht werden, wie in Industriegebäuden. Die LKW-Fahrer nutzen für einen schnelleren Transport Straßen und Parkhäuser. Um Rohstoffe optimal zu transportieren, sollten sie also über ein gutes Straßennetz verfügen. Zunächst steht ihnen nur ein Fuhrparkbüro zur Verfügung. Wenn sich die Insel entwickelt, benötigen sie weitere LKW-Fahrer. Bauen sie daher Fuhrparkbüros und Parkhäuser, um die Anzahl der LKW-Fahrer zu erhöhen. Fuhrparkbüros und Parkhäuser. Okay. Fuhrparkbüros, wo finde ich denn die jetzt im Himmelswillen? Infrastruktur. Ah ja. Habe ich so viel Geld überhaupt? Doch, so viel Geld habe ich. Okay. So, was sollte ich noch? Fuhrparkbüro und bla. Und Parkhäuser? Oh. Ja, Parkhäuser. So, dann haben wir das schon mal. Die Farm arbeiten. Ah, Straßen. Obwohl, die Straße geht doch hier bis zur Farm, oder? Würde ich schon mal sagen. Infrastruktur, Straße. Nee, ist okay. Okay, es funktioniert so. Und dann haben wir... Brauchen wir natürlich hier irgendwie auch zum Parkhaus. Obwohl das... Nee, doch, das Parkhaus. Und hinten bauen wir die auch mal. Wissen wir's? Doch. Muss man zweimal klicken, da muss man erstmal drauf kommen. So. Wie sieht's aus? Wird dran gearbeitet. Ja, da kommen sie raus. Straße geht bis dahin. Es geht bis dahin. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, die Farben sind auch umgestellt. Was haben wir hier? Nee, ich will an sich nichts mehr. Nein, nein, nein! Warum habe ich jetzt immer noch das Baumenü an? Nein, 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 ich will irgendwie das Baumenü abbrechen. Ah, okay, muss man da mal drauf. So! Ja, da wird gebaut. Hier haben wir jetzt Bauarbeiter. Glücklicherweise müssen Sie sich beim Bau neuer Gebäude nicht die Hände schmutzig machen. Das machen auch andere für Sie. Dafür gibt es Spezialisten. Jedes Mal, wenn Sie ein Gebäude errichten, werden verfügbare Bauarbeiter vom Baubüro zur Tankstelle... zur Baustelle beordern. Zumindest benötigen sie mehrere Bauarbeiter für ein Gebäude. Wenn die Bauten zu langsam vorangehen, sollten sie ein neues Baubüro einrichten. Achten Sie darauf, dass alle Arbeitsplätze im Baubüro besetzt sind, indem sie die Löhne der Bauarbeiter erhöhen. Hatten wir denn überhaupt schon? Doch, hier war ja das Baubüro. Was haben wir denn hier? Arbeiter und Löhne? Wo kann ich denn Löhne? Okay. Hier kann man die Löhne erhöhen. Sieht schön. Was kommt mal hier nochmal? Beschreibung? Ohne dieses Gebäude wird nichts anderes jemals gebaut werden.
Wie beim Fuhrparkbüro fangen Sie auch hier mit einem bereits verfügbaren Baubüro an. Planen Sie mehr Baubüros, um größere Projekte schneller abzuschließen. Jedes Baubüro bietet 8 Bauarbeitern Arbeit. Okay. Das ist irgendwie voll alles hier. Nee, ich will noch nichts feuern. Ich will. Gut. Okay. Das Parkhaus haben wir und das wird unser Fuhrpark. CCC, gut. Die sind in Arbeit. Bin mal absolut dabei, auf WASD zu gehen, aber vielleicht kann man das noch umstellen, werde ich mir einfach mal angucken. So, dann würde ich sagen, 30 Minuten sind rum. Hier machen wir auf alle Fälle mal den ersten Cut im Tutorial, sonst wird das einfach zu massiv. Und wir sehen uns dann im nächsten Abschnitt unseres Tutorials wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao. So, das war der erste Teil von Tropico 4, dem Tutorial. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächstfolgenden zweiten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.